Und hiermit begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play von Bears Gaming. Ich bin Max und wir spielen, wie ich es schon versprochen habe, hier an dieser Stelle Grüße an Lumol, Lylat Wars auf dem N64. Und ja, wir legen los. Und zwar spielen wir direkt den Story-Modus ohne großes Training. Hab's zwar lange nicht gezockt, aber Corneria, sollte drin sein. Planet of the Lylat system. The evil Andross turned this once thriving system into a wasteland of near extinction. General Pepper of the Cornerian army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet Venom. 5 years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McCloud, Pigma Dangar, and Peppy Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pigma betrayed the team, and James and Peppy were captured by Andross. Peppy barely escaped Venom and returned home to tell James' son, Fox, about his father's fate. A few years have passed. Andross has again invaded the Lylat system. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McCloud, to save Corneria and free the Lylat system once again. So viel zur Story, die uns der nette Erzähler hier kurz erzählt hat. Hier das angesprochene Lylat-System. Es gibt mehrere Wege, die ihr bestreiten könnt. Ja. Ich werde versuchen, so viele wie möglich nach und nach einzubauen. Wir spielen jetzt aber einfach mal straight durch, und zwar da, wo wir hinkommen. Ich weiß ein paar Wege, wie man diese gehen kann, aber eben noch nicht alle. Ja, schauen wir einfach mal, wo wir hinkommen. Fangen wir doch einfach mal direkt auf Corneria an. It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. I'll do my best. Andross won't have his way with me. Schön animiertes Sprechen. Einfach mal nervös mit dem Mund gewachselt. Gewachselt, gewackelt. So. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir jetzt hier erstmal, das ist ein bisschen wie so ein Tutorial-Level, wo uns die ganzen Sachen erklärt werden, die wir jetzt gleich erleben und machen und ausführen. Aber erstmal in die Kampfformation unserer R-Wings. Nämlich. Check your G-Diffuser system. Falco here. I'm fine. This is Peppy. All systems go. Slippy here. I'm okay. Slippy, das ist ein bisschen der Unruhestifter, der gerne mal Scheiße an den Hacken hat. Peppy ist so ein bisschen der Erklärbär, weil er eben im alten Team schon dabei war. Boah, das ist ungewöhnlich schnell. Wow. Was ist an seinem Tail? Oh nein, jetzt habe ich die Laserverbesserung nicht aufgesammelt, weil ich dem Typen da zugeschaut habe. Da sei ich ja. Der hat gerne mal ein bisschen Scheiß am Hacken. Ja, bitte. Nee, nee, so nicht. Ein bisschen was von der Steuerung weiß ich ja noch. Zum Beispiel die tollen Barrel Rolls. Stopp. Jetzt, was habe ich? Ringe geben. Everybody stay alert. Geben, ich meine Leben dazu. Mein Lebensbalken müsste sich füllen, wenn ich es richtig weiß. Oh nein! Das war ja schon mal der erste Flop. Aber ich wollte ja unbedingt die Laserverbesserung haben. You got an enemy on your tail. Wie? Bremsen. Alles klar. Wow.
Ich meine, wenn man hier überall durchfliegt. Nee, das ist nicht hier. Das ist im Wasser nachher. Da überall durchfliege. Ah, eine Bombe. Wieso bekomme ich denn eigentlich nicht erklärt, was ich. Oh. Das war nicht der Boost. Kriegst doch schon Hilfe. Mann. Bomben haben wir genug. Lass mal einen Laser mitnehmen. Was glaubt ihr denn eigentlich, ihr Lümmel hier? Oder? In der Barrel Roll können sie uns nämlich nicht. Kann da nicht weiter weg, Alter? Ich hätte wäre gern echt weiter weg. So, ich meine, wenn ich hier drunter durch manövriere, unter allen, dann wählen wir einen anderen Weg wie den Standardweg. Oh, dagegen manövriert. Mann, ist immer noch nicht der Boost. Ja, genau. Das ist nämlich, das passiert, wenn man da überall durchfliegt. Dann wählen wir einen anderen Weg auf Conaria. Meine Fresse. Was halte ich da raus? Dein Schnauzer, Junge. Ja, genau, wenn ich das gehalten habe, dann könnte man das Ziel locken. Aber ich habe, glaube ich, schon den Überlaser. Ich spiele das Level dann auch nachher nochmal, weil ich einfach um euch den normalen Weg auch zu zeigen. Aber jetzt spielen wir erstmal die Story in einem Hut durch. Und schauen dann mal, was passiert. Nein, das war der Turbo. Wow! Ja, Grizi! Du bist hier der Enemy, oder was? So, zeig mal her, wo bist du denn? Nix, hier wird nichts gecharged. Ah, da ist seine Schwachstelle. Oh, schon eins abgeschießt. Sehr schön. Und das zweite abgeschossen. Jetzt habe ich dich im Sack, Junge. Oh, jetzt ist das Schiff einfach der Angriffspunkt. Ja, ja, ja. Wer seid ihr bloß? Ich bin Fox McCloud, Motherfucker. Ja, ja, das werden wir dann sehen, Freundchen. Das werden wir dann sehen, wen wir nicht defeaten. Hat auch schon ganz gut funktioniert. Ein paar Startschwierigkeiten, aber die kriegen wir ausgemerzt in den nächsten paar Leveln. Hätte ich gesagt. Oder? Gotcha, Bro. Siebenundsiebzig Abschüsse. Läuft der Lade. Damit wäre Conaria erledigt. Und wir begeben uns in den nebulösen Teil hier oben und nicht in diesen, in dieses Asteroidenfeld unten. Ja. Spontanentscheidung. Damit lebt ihr jetzt. Wir machen aber hier auch schon die erste Pause.
Und ich würde sagen, wir machen levelweise die Folgen. Dann haben wir länger was davon. Bedanke mich mal bis hierhin. Hoffe, wir sehen uns in der zweiten Folge wieder und schauen, wie wir uns in dem Andromeda-Nebel oder was auch immer das da ist, schlagen.